Name ist Theo Gottwald. Ich führe Sie durch dieses Tutorial zu Vinoro. Im Zuge dieses Tutorials werden wir eine kleine Automatisierung aufzeichnen und im Zuge dessen ein paar Sachen machen, die man nicht so oft macht, die einfach mal ein bisschen die Möglichkeiten zeigen, die man außerhalb vom Üblichen hat. Wir nennen das Tutorial Systemsteuerung Spezial. So, wir starten den Analyzer. Wir zeichnen hier jetzt nicht mit dem InstaRig auf, das würde auch gehen, aber wir nehmen für solche Spezialgeschichten am besten die gelbe Liste. Denn das sagt ja auch schon der. Name der InstaRig ist für Installationen. So, ich will hier an diese Stelle, ich will aber nicht hier hinklicken, also mache ich den Mausklick weg, klicke mal auf OK. Jetzt halte ich die rechte Steuerungstaste gedrückt, dadurch kriege ich das normale Menü, nicht die gelbe Liste. Jetzt lasse ich die Steuerungstaste los, kriege die gelbe Liste und sage OK. So, und sind wieder bei Aufzeichnen und Test. Wir haben eben aufgezeichnet. Und sofort testen wir, ob das auch funktioniert. Fertig. So. Jetzt machen wir hier noch eine kleine Änderung, indem wir aus dem MRC ein MRI machen. Das läuft jetzt ein bisschen schneller. Blum. Fertig. So, da haben wir schon unsere Systemsteuerung. Und was ist jetzt an der Spezial? Noch nichts, das wollen wir jetzt. Aber gleich mal ändern. Das erste, was wir machen wollen, ist, wir wollen, wenn diese Systemsteuerung erscheint, den Abbrechen-Button nicht haben. Wir wollen den verschwinden lassen. Dann sagen wir hier einfach mal Make Window Invisible. So, und wir wollen eigentlich hier ein etwas besseres Gerät haben, als was ich im Moment hier noch habe. Das füge ich jetzt aber hier zwischen rein, indem ich mit der Maus dahin klicke und sage Send Text. Das ist ein Q9990@7 GHz. So. So, und jetzt gibt es den Abbrechen-Button natürlich nicht mehr, deswegen. Sucht der Robot den hier jetzt auch vergebens. Fertig. Würde den natürlich finden, wenn ich hier hinten ein A hinmache. Dann könnte den dann auch wieder Make Window Visible machen. Fertig. So, aber vielleicht wollen wir den gar nicht unsichtbar, sondern wir wollen nur einen anderen Text da draufstehen haben. Vielleicht den Text No Go. So. Fertig. So, und jetzt klicken wir mal eines der Tabs hier oben, zum Beispiel Hardware, Aufzeichnen und Test. Wir testen. Fertig. So, auf Hardware haben wir geklickt. Jetzt klicken wir auf den Gerätemanager, weil wir den Button erstmal unsichtbar machen, bevor wir da draufklicken. Das geht auch. Fertig. So, jetzt ein der Gerätemanager. So, wir haben eben dieses kleine Video aufgezeichnet.
Wir machen das jetzt noch fertig und machen dann mal eine Exe draus. Fertig. So, den Gerätemanager machen wir wieder zu. Dazu klicke ich hier oben mit der gelben Liste in die Titelbar und wähle statt Z-Window Position hier Close Window. Sage OK. Fertig. So. Und jetzt haben wir hier auf der anderen Seite natürlich schon Änderungen gemacht bei Allgemein. Die wollen wir uns natürlich auch mal anschauen. Sind ja noch da. Fertig. Und das war's hier soweit mit der Automatisierung. Daraus erstellen wir jetzt einfach mal eine Exe-Datei. Wir wollen im Folgenden nun eine Exe aus diesen eben aufgezeichneten Skripten erstellen. Und mit dieser Exe können wir jetzt genau das gleiche erreichen wie vorher aus dem Editor. So, und da haben wir hier unser geändertes Skript. Wir machen jetzt hier noch eine kleine Änderung. Indem wir hier noch ein CLW3 dahinter machen. Schauen mal, was das bewirkt. Tools Exe erstellen. Fertig. Starte das mal. So, wir haben gesehen, mit einem CLW3 können wir auch KIN-Fenster schließen. Wir haben in dem Fall hier einfach dem User das Tab-Control weggenommen, sodass er hier nicht mehr die Möglichkeit hat, irgendwas anderes zu bedienen, als hier diesen OK oder diesen No-Go-Button. Ich kann das auch nochmal laufen lassen. So. So, soweit zum ersten Teil dieses Tutorials und wir werden uns die Systemsteuerung gleich noch etwas genauer anschauen.